results of this year's Euro Mayday. Der Euro Mayday geht jetzt ins fünfte Jahr. Und es gibt immer noch genug Gründe, auf die Straße zu gehen. Aber statt einer klassischen Mai-Demo soll hier und heute getanzt und gefeiert werden. Und zwar vor allem gegen die prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse, unter denen immer mehr von uns zu leiden haben. Wir wollen uns nicht gefallen lassen, was der Kapitalismus aus unserem Leben macht. Jeder auf seine Art und Weise. Unser Motto, tanzt den Verhältnissen, kann nach Lust und Laune abgewandelt werden. Schließlich hat jeder ein eigenes Anliegen. Aber wir sind alle wütend und wir wollen alle etwas anderes. Reichtum gerecht verteilt wird, anstatt dass großen Teilen der Bevölkerung ein Spardiktat aufgezwungen wird. Wir wollen gelebte weltweite Solidarität statt Nationalismus und streng bewachten EU-Grenzen. Wir wollen unsere Entscheidungen selber treffen, statt uns mit Symbolpolitik abspalten zu lassen. Wir wollen Arbeit, die ausreichend bezahlt wird und selbstbestimmt gestaltet werden kann. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum und keine Gentrifizierung oder Mietenwahnsinn. Wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen statt Hartz-IV-Drangsalierung. Und was wir vor allen Dingen nicht mehr hören wollen, sind die menschenfeindlichen Parolen von Nazis, Rechtspopulistinnen, Sexistinnen, Rassistinnen und Faschistinnen. Kurz, ein gutes Leben für alle. Also tanzt den Verhältnissen. Ja, unsere Route wird gleich nach der Anfangskundgebung führen über die Hammstraße, Hansastraße mit einer Zwischenkundgebung, dann kurz auf den Wall, durchs Burgtor auf die Steinstraße, wo es eine weitere Kundgebung wird, Grüne Straße, rechts in die Schützenstraße, Manikortstraße, Münsterstraße, Lortzigstraße und dann auf den Nordmarkt zur Abschlusskundgebung. Wir werden hier auf dieser Kundgebung und am Ende Interviews haben von Blockupy, Blockado, Aktivisten von der Care Revolution, LaborNet, Bodo, dem Nordpol und von Free.de. So, jetzt noch so ein paar organisatorische Sachen. Pressevertreter und Vertreterinnen sollten sich, wenn sie Fotos und Videos von uns machen wollen, bitte bei uns vormelden mit der Zeitung oder wollen sie berichten, dann bekommen sie von uns eine schicke rosa Schärpe, die sie als Pressevertreter ausweist. Also die bitte hier vorne zum Lautikon jetzt. Und nicht blind und von in die Menge fotografieren. Ja, passt aufeinander auf. Und der Euro Mayday ist auch außerparteilich und überparteilich und nicht parteilich. Das heißt, wir wollen ja auch keine Parteifarben und Parteiflyer. So, die Auflagen. Ja, die Auflage, die für uns entscheidend ist, ich wurde gerade noch darauf hingewiesen, weil mein Kontaktmann von der Polizei meinte, es werden Leute Alkohol am Konsumieren, hier von uns die Durchsage, wir wollen keine Betrunkenen auf der Demonstration und es herrscht ein striktes Alkoholverbot. Wer Alkohol konsumiert, kann die Demo kurz verlassen, austreten und sich dann wieder einreihen. So, ganz wichtig zum Mitschreiben, sollte es doch zu Repressalien kommen oder irgendwas vorfallen, haben wir einen Ermittlungsausschuss. Ich lese die Nummer jetzt zweimal vor. Das ist die 0163 15888411. Ich wiederhole. 0163 15888411. Genau, und wenn sonst etwas, unsere Ordnerinnen und Ordner erkennt ihr an den weißen Binden.